Seid ihr auch solche Spezialisten, wo die Pflanzerln vom Basilikum nur am Anfang so ausschauen? Wir zeigen euch heute nämlich beim Profi, wie das richtig funktioniert und setzen die Kräuter natürlich auch klein und machen unser richtig tolles Immunbooster-Menü. Wir sind heute bei Gartenbau Winkelhofer und werden uns einmal anschauen, wie sich das so mit den Kräutern verhält im Winter, wie es ihr vielleicht zu Hause das auch auf der Fensterbank machen könnt. Und im Anschluss daran werden wir das Ganze bei der Bettina verkochen. Ich habe schon gemerkt, ich bin mit meiner Winterjacke völlig überdimensioniert da herinnen. Da ist es richtig schön warm bei dir. Ja, bei den Außentemperaturen da herinnen, da wächst ja nichts. Das geht ja gar nicht. Wie betreibst du denn das Ganze? Ja, mit relativ viel Aufwand. Wir müssen im Winter eigentlich die Temperaturen konstant halten, zwischen 15 und 22 Grad. Das heißt, was brauchen die Kräuter eigentlich so im Gesamten? Das eine ist die Wärme, dann brauche ich aber Licht. Beim Basilikum zum Beispiel laufen sehr, sehr viele Belichtungslampen, weil wenn wir die Tageslicht und speziell mediterrane Pflanzen, die haben eine gewisse Tageslänge gewohnt. Das ist ja ein immenser Aufwand, das zu betreiben. Wie schaffst du es, Energie zu sparen? Ein paar Möglichkeiten haben wir doch. Zum Beispiel ein Gewächshaus, sind auf der Seite haben wir Thermoscheiben. Es ist oben, wie man sieht, ist ein Energieschirm, der was automatisch zufährt, sobald das Tageslicht weniger ist. Das nächste ist, die ganzen Steuerungen kann man alles mit einem Klimacomputer optimieren. Aber bei der Heizung selber, man kann nicht ein Glashaus komplett isolieren, weil man braucht ja das Tageslicht drinnen. Beim Strom tun wir uns in dem Fall wieder leichter, durch das tun wir schon sehr, sehr viel Photovoltaik haben. Jetzt können wir die Stromkosten halbwegs in Zaun halten. Man kann nicht mehr tun, wie die Voraussetzungen, was man hat, einfach optimieren. Was würdest du sagen, wie viele Kräuter habt ihr insgesamt aktuell? Ja, momentan stehen wir schon fast bei 400 verschiedenen Kräuter und Jungpflanzen. Das fängt an bei asiatischen Heilkräutern bis über ganz normale Wildkräuter, was bei uns in der Natur genauso vorkommen. Das kultiviert sie? Die kultivieren wir und die werden immer beliebter, weil die wenigsten Leute trauen sich es einfach auf dem Feld in der Wiesen mitnehmen. Und oft neben Gehsteig und neben Straßen ist auch nicht so appetitlich, die Sachen. Und jetzt kaufen die bei uns die Kräuter in den Topf und setzen es dann ins Hochbeet, in den Garten ein. Also speziell der Wildkräutersektor, da ist noch viel Luft nach oben. Also kräutermäßig ist es ja Eldorado für Köche da herinnen. Petersilie hast du auch, gell? Habe ich schon gesehen. Hast du irgendeinen Tipp? Ich bin ein absolutes Nockerbatzel bei Kräutern, gell? Da geht bei mir ganz viel schief. Da bin ich jetzt so der Spezialist beim Anbau zumindest, beim Verkochen vielleicht schon. Es ist eigentlich nicht so kompliziert, wie oft viele Leute glauben. Man muss nur ein bisschen logisch, wenn man es im Winter, in die Wintermonate, darf man nicht vergessen, was wir jetzt da so sehen, ist ja für die Pflanzen immer nur Nacht. Weil einfach die Tageslänge nicht da ist. Jetzt schaut man eben an einem Fensterbangerl, wo es in der Küche, wo es warm ist, aber auch, wo viel Licht ist. Dann gießen und von Zeit zu Zeit speziell stark zehrende Pflanzen, wie eine Petersilie, ein Basilikum, von Zeit zu Zeit düngen. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Basilikum länger als wir 10 Tage überleben lassen. Ich mein Basilikum, das ist eigentlich das, wo eigentlich der grüne Daumen von den Kunden am meisten gefordert wird. Das ist eine von den sensibelsten Pflanzen, die wir auch haben. Wenn man die oft wo kauft und die haben einen langen Transportweg und haben viel in der Verpackung und dann in die Lager, dann kaufen eigentlich teilweise Kunden schon eine kranke oder sterbende Pflanze, was auch optisch noch für keinen ersichtlich ist. Aber Basilikum ist das zweite, ist eine sehr, sehr stark zehrende Pflanze. Alle Wochen, alle 10 Tage braucht es ein bisschen einen Dünger. Basilikum sollte nie unter 18 Grad Minimum Temperatur sein und sehr, sehr viel Licht. Sonst ist
eigentlich, und kein Wasser von oben. Also das heißt, von unten gießen da die Blauen nicht zu viel nass werden. Okay, ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist glaube ich, eines der wichtigen Dinge. Dann würde ich mir jetzt einmal ein paar einpacken, ja, da bei dir. Ja. Ich nehme mir da mal so eine Petersilie mit. Und da vorne hätte ich auch noch was für die, was momentan sehr, sehr im Trend ist. Das sind die Wintergemüse, wie zum Beispiel der Asialeaf. Wow, der ist cool. Ja. Den müssen wir mitnehmen. Das ist auch was, was du nicht unbedingt warm kultivieren musst. Den kannst du im Vorhaus irgendwo, aber auch zu einem Fenster. Den kannst du sogar in ein Hochbeet lassen, wenn es einmal 50 Grad minus hat. Das macht dann nichts. Wenn es dann wieder wärmer wird, kannst du ihn ernten. Und du zwickst einfach nur die Blätter runter und hast allweil einen sehr vitaminreichen Salat dazu. Und der kommt aber immer wieder, gell? Immer wieder, nur wenn es dann warm wird im Sommer, dann geht er in die Blüte, dann schießt er. Also das ist ein typisch Wintergemüse. Und Aloe Vera Pflanzen, wow, cool. Bist du narrisch, das sind Riesendinger. Ja, ja, und die werden erst richtig groß, wenn man die in einen größeren Topf rein tut. Das wären so riesen Brackerpflanzen. Das war ja auch mal was zum Verkochen. Muss man da irgendwas Spezielles beachten, jetzt, wenn ich die jetzt verwerten will? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Die wird hauptsächlich, die hat keine Bitterstoffe drinnen, die Sweet. So Sorten, die wird für Smoothies hauptsächlich genommen. Also da darf ich mir auf jeden Fall eine mitnehmen, weil das möchte ich gerne ausprobieren. Die zum Beispiel, die Baumaloe, ist wieder intensiver. Und die Bitterstoffe ist auch in der ganzen Heilmedizin die Aloe, wo eigentlich den stärksten Wirkstoffgehalt hat. Also das war so eine so Wundbehandlung und so die Geschichte. Die ist speziell für Wundbehandlung. Nehmen sie auch begleitend für Chemo teilweise her. Also man kann nichts verkehrt machen. Ja. Weil sie hat da keine Nebenwirkungen, hilft es gut. Schnittlauch brauche ich unbedingt. Ohne Topf. Ja, damit, ja. Mitnehmen, sehr gut. Boah, ein Haufen Basilikum. Ja. Da nehmen wir jetzt noch mit und ich hoffe, gern, dass endlich einmal einer bei mir überlebt. Wenn du durst, wie ich es gesagt habe, steht da nichts im Wege. Perfekt. Danke dir nochmal und dann kann ich jetzt losstarten zur Bettina. Servus Bettina. Ja, hallo Markus. Ja, freut mich, dass wir heute einmal kochen miteinander. Fein. Du schau, ich habe da einiges mitgebracht heute. Ein Riesenkorb mit Kräuter. Genial. Ich bin ja gespannt, was du machst heute damit. Da werden wir ein Vitalbowl machen heute. Vitalbowl klingt gut, da bin ich gespannt, was das wird. Du als allererstes einmal, auf was kommt es jetzt bei der Bowl genau an? Also bei einer Bowl ist immer wichtig, dass ich eine Eiweißkomponente drinnen habe. Man kann immer so sagen, ungefähr ein Zehntel. Dann habe ich ungefähr ein Zehntel Topping. Dann habe ich immer so ungefähr ein Dreißigstel Kohlenhydrate. Circa ein Vierzigstel von Ballaststoffen und Gemüse und noch eine kleine Einheit von Obst. Und dann noch Sesam oder Sprossen, Kerne, was man dann auch immer drüber geben mag. Und da hat jetzt jede Komponente aber auch noch seinen eigenen Kräuteranteil, oder? Genau, also vor allem beim Ofengemüse, da geben wir mediterrane Kräuter dazu. Die sind ganz klasse, die haben Gerbstoffe, Bitterstoffe, ätherische Öle, die regen gleich unser Verdauungssystem an, Leber und Galle. Und die habe ich zum Beispiel immer auch in getrockneter Form für den ganzen Winter, weil im Sommer kriege ich es in voller Kraft. Oder ich ziehe mir es so klasse, wie du es jetzt mitgebracht hast am Fensterbankel, kann man es aber auch super trocknen dann für den Winter. Und da habe ich dann auch zum Beispiel draus ein Salz gemacht, da gebe ich dann auch noch gerne ein paar Blüten dazu. Man kann auch den Basilikum in ein Öl ansetzen, dann habe ich ein Basilikumöl. Oder man gibt die mediterranen Kräuter einfach in einen Essig, dann habe ich den guten Geschmack und die ätherischen Öle in dem Essig drinnen. Also in unglaublich vielen Varianten. Also du bist ja bei uns die Kräuterfee sozusagen, meine Kräuterfee. Aber das ist ja nicht deine einzige Arbeit, die du betreibst, sondern du hast ja viel Bereich. Genau, also ich bin auch Yogalehrerin, aber da mache ich es auch kombiniert mit den Kräutern. Also Kräuterkraft-Yoga ist da entstanden. Ich mache aber auch gesunde Ernährung, sprich ich begleite Menschen auf dem Weg zu einer besseren und gesünderen Ernährung und auch gern begleitet mit den Kräutern. Und bin außerdem auch noch Zen-Schülerin und befasse mich seit 5 Jahren mit Meditation und das fließt auch alles in das mit ein.
fürs Ofengemüse mit den mediterranen Kräutern müssen wir jetzt ein bisschen was schnippeln. Mit was willst du anfangen? Was haben wir denn als Paprika, Karotten? Ich nehme die Karotten. Ja, passt gut. Weil die gut. Muss ich nämlich nicht schön. Okay. Beim Gemüsehändler des Vertrauens, wenn man ein gescheites Produkt kriegt, dann bin ich der Meinung, ist die Schale ja nicht giftig. Das heißt, ich muss ja die nicht oberschön und kann die eigentlich, wenn sie ordentlich gewaschen sind, genauso mitverarbeiten. Ja, und beim Ofengemüse verschmort sich das dann nicht so schön. Und Ballaststoffe habe ich auch gleich noch viel mehr dabei, wenn ich die Joint drauf lasse. Ja, und das coole Beil, was du mir da gegeben hast, das ist ja sowieso ein Wahnsinn. Extra für die. Du hättest gerne ein bisschen grober, glaube ich. Genau. Ja? Ich finde ja bei den Karotten, das ist Muster so genial. Genial, ja. Es ist gleich so bunt. Ja, und das macht da in so einer Bowl natürlich fürs Auge auch unglaublich was aus, gell? Ja, definitiv. Ich sage ja auch immer, es sollte das Ampelsystem drinnen sein. Okay. Dann bin ich mir sicher, dass ich so ziemlich alle Komponenten dabei habe. Jawohl. Erster Schritt für euch, bevor wir da jetzt weitermachen, Video liken, Kanal abonnieren. Die rote Rum, die darf ich jetzt schneiden, oder? Die darfst oder? Du schneiden, weil dann darfst du rote Finger haben. Ist das jetzt das Letzte, was wir brauchen, oder? Ja, die rote Rübe. Das ist das Letzte. Ja, weil ich mache die zum Beispiel immer als Letzter, weil der Soft von der roten Rübe natürlich das Brett auch rot färbt und alles, was du nachher schneidest, ist halt auch rot. Stimmt, ja. So wie meine Finger und genau, die kriege ich dann sauber mit Zitrone. So, brauchen wir unsere Kräuter, gell? Was nehmen wir da jetzt alles? Dann nehmen wir jetzt den Salbei. Schau, kriegst du eine Schar, dann kannst du da grob die Bladeln runter. Also so ganze Zweige, genau, oder? Genau, die tun wir so als ein ganzer rein. Der ist also ein richtiger Allrounder. Der wirkt keimtötend und bakterientötend auch. Also super, wenn man Halsschmerzen hat, aber auch gut für unsere Verdauung. Und dann nehmen wir noch einen Rosmarin. Der ist nämlich voll klasse, wenn ich jetzt einen niedrigen Blutdruck habe oder auch bei Herzleiden. Dann brauchen wir noch einen Thymian. Der ist fein, wenn ihr jetzt einen Husten habt, zum Schleimlösen. Und dann nur ein Majoran, der wirkt auch voll glas beruhigend und schlaffördernd. So, jetzt kommt eigentlich nur noch das Olivenöl und das Salz drüber. Sehr gut, immer viel Olivenöl, das ist ganz wichtig, weil das liebe ich. Perfekt, dass es geschmackig ist. Und dann ab in den Ofen. Sehr gut, und da habe ich gleich noch einen Energiesporttipp für euch. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann verwendet unbedingt Heißluft, denn da spart ihr wirklich Temperatur. Ihr müsst mit viel weniger Temperatur arbeiten und spart natürlich über das Jahr gesehen dann auch einiges an Energie. Und während jetzt unser Grillgemüse im Ofen ist, machen wir den Salat, die Basis von der Bowl. Okay, das heißt, ich darf dir wieder oberschneiden, oder? Bitte, den Asiasalat und die Petersilie. Der Asiasalat, der hat super Schafstoffe enthalten. Das ist gut für unsere Verdauung, aber auch für unser Immunsystem. Und die Petersilie, die jetzt auch noch dazu kommt, die ist ganz toll. Die hat voll viel Vitamin C enthalten. Auf 100 Gramm Petersilie kommen 100 Milligramm Vitamin C. Außerdem hat es noch B-Vitamine, Vitamin K, Calcium, Kalium. Also gut für unsere Knochen, aber auch ganz toll für unser Immunsystem. Und unsere Harnwege werden super durchgespült, wenn man jetzt zum Beispiel einen Tee draus macht. So, und dann darf man eigentlich die Kichererbsen nur mehr nur scharf anrösten mit Butter und Curry. Dann kommt nur die Petersilie dazu. Die rösten wir jetzt nicht mehr mit, damit das Vitamin C erhalten bleibt. Da haben wir den Feta, der wird zerdruckt, kommt Basilikum und Knoblauch dazu. Und dann haben wir nur die Orange, das ist dann die Obstkomponente. Wenn wir die Orangen schneiden, da tun wir die weiße Haut jetzt gar nicht zu viel runter, weil die hat nämlich voll viel Bitterstoffe. Und ich bin ja ein Fan von der einfachen Küche, da spare ich mir die Arbeit und gleichzeitig tue ich mir noch was Gutes. Das schaut ja gut aus. Ja, richtig fein. Wir haben ja das im Rohr quasi ein bisschen abkühlen lassen, gell, damit das nicht in der großen Hitze rauskommt, weil dann schießt es den ganzen Dampf raus, die ganze Flüssigkeit. Und wenn man es drinnen ein bisschen auskühlen lässt, dann bleibt es viel saftiger. So, jetzt müssen wir die Bowl eigentlich nur mehr noch anrichten. Den Quinoa dazu, die Kichererbsen, das Grillgemüse, den Schafskäse, die Orange, Sesam und die Sprossen. Und mit den Limetten machen wir kurz Dressing noch, das dann noch schön oben drüber kommt. Das schaut mega gut aus. Voll gut, richtig bunt und in jeder Komponente sind Kräuter drinnen. Also so eine richtige Vitalbowl. Also ist da richtig gut gelungen. Danke. Jetzt brauchen wir nur noch was Süßes, nämlich was gesund Süßes. Wirst du von mir nicht gewohnt sein, aber einen Hafer-Moosbeer-Aloe-Smoothie. Für unsere gesunde, süße Nachspeise brauchen wir nämlich genau 6 Komponenten. Und das Wichtige ist das, für mich ist süß, ja, wir haben es gesund und es geht flott. Perfekt. Das heißt, wir starten als allererstes mit unserer Hafermilch. Die Hafermilch geben wir in unseren Shaker.
dann brauchen wir ein bisschen eine Bindung. Das heißt, wir haben Haferflocken, wir haben ein bisschen Erdnussbutter. Das Ganze würzen wir natürlich auch, weil wir brauchen ein bisschen einen Geschmack. Als Süße nehme ich jetzt zum Beispiel Honig und ein bisschen Zimt, weil im Winter passt das ganz gut, wenn es so eine leichte Zimtnote kriegt. Und natürlich die Fruchtkomponente brauchen wir auch noch. Das sind unsere Moosbeeren. Und zwar sind das Moosbeeren vom Sommer, die wir gesammelt haben, gefroren. Ja, also so sind sie super zum Verarbeiten. Man hat immer was vorrätig. Und sie machen uns natürlich durch das Gefrorene auch den Smoothie. Gesund ist das alles ja schon. Jetzt brauchen wir aber noch was, was das noch toppt und zur Spitze treibt, nämlich ein Blatt von der Aloe. Sehr gut. Dann schneiden wir ein großes Stückchen runter. Ich habe die ja alle daheim. Wir verwenden es voll gern äußerlich bei Insektenstichen oder bei Verbrennungen. Aber man kann es auch echt klasse einnehmen. Sie hat ganz viel Aminosäuren, sie hat Vitamine, Enzyme enthalten, senkt unseren Cholesterinspiegel, aktiviert unser Leber, macht neue Blutzellen, baut auch die weißen Blutkörperchen auf und fördert auch den Aufbau der Darmbakterien, der guten Darmbakterien. Also ist echt eine ganz tolle Pflanze. Ja, die werden wir jetzt noch filetieren, also den Saft, der da so rauskommt, den verwendet man ja nicht, sondern nur diesen Gelkörper. Und dann können wir die gleich würfeln und in unseren Smoothie reingeben. Schrauben wir da unseren Deckel drauf, schauen, dass das ordentlich zu ist, dass wir da keine bösen Überraschungen erleben und mixen das auf. So, fertig. Mann, der schaut mega aus, den darf ich am liebsten gleich probieren. Bitte. Voll gut, voll fruchtig. Super. Danke. Ja, da sind uns heute richtige Vitalbomben gelungen eigentlich, wirklich, oder? Wirklich, perfekt für die Jahreszeit. Perfekt. Gut gemacht. Und wenn euch das Video gefallen hat, da gibt es noch mehr davon.